gespielt. Um 20.25 Uhr sollte der 1. FC Saarbrücken dort landen, nach dem 3:1-Erfolg in Chemnitz und dem damit letztendlich verbundenen Aufstieg in die Fußball-Bundesliga. Aber die Fans waren nicht zu halten. Sie drangen vor bis auf das Rollfeld. Sie sehen es hier vor den Hangar, stehen sie. Und aus diesem Grunde war es noch nicht möglich, dass die Maschine in Ensheim landet. Um 20.25 Uhr sollte das sein, also vor etwa anderthalb Stunden. Mittlerweile weiß man, dass das Team möglicherweise in Metz landen wird, weil es aus Sicherheitsgründen nicht möglich war, dort in Ensheim zu landen. Der Oberbürgermeister Hajo Hoffmann war vor Ort, hat sich bemüht, die Fans zurückzudrängen, aber auch ihm ist es nicht gelungen, auch nicht der Polizei. Man muss dort ja oder man will vielleicht auch nicht gleich zu radikalen Maßnahmen greifen. Auf jeden Fall ist ein Fest im Ludwigspark angesagt, heute Abend um 22 Uhr. Also sollten Sie zu Hause noch zuschauen und sollten Sie den 1. FC Saarbrücken noch sehen wollen, dann fahren Sie. Ende unbeschreiblicher Jubel im blau-schwarzen Lager. Der 1. FC Saarbrücken hatte mit 3:1 gewonnen. War um 16.45 Uhr heute Nachmittag frisch gebackener Erstbundesligist. Die Helden wurden von ihren Fans fast erdrückt. Peter Neururer hatte Glück, er saß ganz oben. Etwa 1000 Schlachtenbummler vom blau-schwarzen Lager nahmen die rund 700 Kilometer unter die Räder, reisten zum entscheidenden Spiel nach Chemnitz, stärkten ihren FC Saarbrücken den Rücken. Trainer Neururer bedankte sich schon vor dem Match. Der Trainer mit seiner Meinung kurz vor dem Anpfiff. Ja, wir müssen natürlich mit einem Ohr immer nach Jena gucken bzw. hören. Wir werden versuchen, erst aus der kontrollierten Defensive heraus den Gegner nach vorne hin zu beschäftigen, sodass hinten nichts anbrennen wird. Und dann schauen wir mal weiter. Kostner und Eichmann gingen leicht angeschlagen ins Spiel. Benanti Pool musste verletzungsbedingt die Bank drücken. Ich hätte mich gefreut auf das letzte Spiel, wo wir wahrscheinlich aufsteigen. Und würde ich gerne dabei sein, aber wie gesagt, ist nicht möglich. Gell? Die Frage war aber auch, wie hatte der Chemnitzer Coach seine Elf eingestellt, Hans Meyer? Punktlieferant wollten wir in keinem Spiel sein, natürlich auch nicht heute hier. Das wäre ganz einfach nicht korrekt. Ich glaube aber, dass die Saarbrücken noch stark genug sein sollten. Das haben sie bisher im Verlauf der Saison gezeigt, um hier den Sack zuzumachen, vielleicht den Punkt zu machen oder zumindest so ein Ergebnis, dass es reicht am Ende. Die erste Tormöglichkeit vor nur etwa 4000 Zuschauern hatten die Malstatter schon nach 2 Minuten. Zechel, Matthias Hönerbach, der für Fuhl spielte und gut gehalten von Jens Schmidt, der wie immer einen sicheren Eindruck machte. Co-Trainer Abramczyk mit einem Ohr in Jena. Danach, wie sagt man so schön, Saarbrücken kontrolliert nach vorn. Aber erste gute Torchance dann für die Gastgeber nach 7 Minuten. Dirk Vollmar köpfte nur knapp vorbei, Glück für die Gäste. In der Folge bestimmten Standardsituationen die Szene. Freistoß Chemnitz, Steffen Heidrich scheiterte nur knapp und Peter Neururer nicht zufrieden. Es sollte enger gedeckt werden, ja, keine Nachlässigkeiten. Auf der anderen Seite Freistoß Saarbrücken. Balu, Michael Kostner. Aber die schnellen Fäuste von Schlussmann Spitt verhinderten auch hier den Saarbrücker Führungstreffer. Gut getimt von Balu Kostner, sicher gemeistert von Spitt. 27 Minuten waren gespielt. Lange, Pressschlag und Achtung. Torjäger Michael Brietz machte das 0:1 mit Kopf und Köpfchen. Die Chemnitzer Abwehr half ein wenig nach. Peter Neururer bis dahin. Wir spielen jetzt diszipliniert weiter, versuchen den Gegner nicht ins Spiel kommen zu lassen, genauso wie in der Anfangsphase dieses Spiels. Und ich glaube auch, dass wir verdient führen, obwohl man sagen muss, dass der Tor uns ein klein bisschen geholfen hat. Mach zu die Mitte! Noch einmal in der Zeitlupe das Saarbrücker Führungstor. Er schraubte sich am höchsten. Hatte Erfolg. Der Schütze selbst zu seinem Treffer. Das ist ein Pressschlag von Jürgen Lange mit seinem Gegenspieler und er. Torwart kam raus und war ein bisschen unschlüssig und fand ich eher am Ball. Dann war Halbzeit in Chemnitz. Saarbrücken führte mit 1:0. Die echten Fans waren hautnah dabei. Das Fazit bis dahin. Ich hoffe, wenn die Mannschaft konzentriert weiterspielt, dann sollte also nicht mehr so viel passieren jetzt. Dann müssten wir das Ding also über die Bühne schieben können hier heute. Jetzt 1:0 und ich glaube, die zweite Halbzeit, dann machen die zweite Tor. Auch die Anfangsphase im zweiten Abschnitt war sehr ausgeglichen, ohne dass man allerdings von einem überdurchschnittlich guten Spiel sprechen konnte. Eckstoß für Saarbrücken, Pförtner. Wolfgang Schüler hatte wieder die Spürnase, stand da
wo Torjäger ganz einfach stehen sollten. Drückte ein zum 0:2. Das war dann schon die Vorentscheidung, die wir uns natürlich noch mal ansehen. Schüler ganz einfach, cool und clever. Aber nur 4 Minuten später die Saarbrücker Abwehr vielleicht ein wenig zu sorglos. Man ließ Thorsten Böhr kreisen. Peter Killer kompromisslos abgedrückt, Alfred Wahlen chancenlos. Das war das 1:2, das die Saarländer allerdings nicht schockieren konnte. Postwendend die Antwort. Wolfgang Schüler mit einem Riesenpensum. Der Blick, die gut getimte Flanke und dann war es erneut. Michael Preetz, der den ersten FC Saarbrücken nun endgültig in die erste Fußball-Bundesliga schoss. Ganz Chemnitz war in Saarbrücker Hand, die Fans übrigens vorbildlich. Auch dieses Tor noch einmal in verlangsamter Form. Schüler legte mundgerecht auf für Preetz, der sich mit seinem 17. Saisontreffer bedankte. Der Aufstieg war unter Dach und Fach. Die Saarbrücker Helden ausgelassen froh gestimmt. Glücklich, endlich haben wir es geschafft, ein Jahr lang für gearbeitet. Und deshalb singen wir: Hey, FC Saarbrücken! Ole, ole, super FC! FC! Es war eigentlich schon die ganze Saison klar, denke ich mal. Ich glaube, wir haben verdient gewonnen, wir wollten hier gewinnen, wir wollten gerne nach Jena schauen. Und ich habe jetzt was meiner Kinder zu erzählen, wenn ich mal alt bin. Ich glaube, wir haben das doch relativ souverän über die Bühne gebracht. Und das Ziel, wo man darauf hingearbeitet hat in den letzten praktisch 5 Jahren, das ist jetzt in Erfüllung gegangen. Für mich ist es besonders schön, weil ich am Freitag auch wieder Vater geworden bin. Ich habe eine Tochter gekriegt. Und von daher habe ich praktisch 2 Anlässe zu feiern. Nun, der erste FC Saarbrücken durfte sich heute im Erfolg mit Wasser und Seife baden. In der Sportarena wird's wohl Champagner sein.